Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Deutsch Sturz am Questen und in der letzten Folge eigentlich in Burg Dresan angekommen und sind jetzt mittlerweile unter Burg Dresan. Hier soll auch ein mysteriöser Schatz sein, den wir dann wahrscheinlich gegen Ende finden werden. Wir haben auf jeden Fall Ende letzter Folge den jungen Mann, der hier ein bisschen bleich aussieht, getroffen, der jetzt hier gefangen ist. Und ja, wir sollen drei Artefakte finden, diese zerstören und ihn dadurch befreien. Machen wir natürlich. Wir sind ja sehr sozial kompetent. Boah, hier gibt es aber Bücherregale bis zum... Nein, abwinken. Bis zum Abwinken. Also ich lese das alles nicht vor, wie du schon sehen kannst. Ich blätter nur langsam durch für die Leute, die es eventuell interessiert. Sie ansatzweise eine Chance haben, wenn sie das Bild stoppen, da den Text zu lesen. Oh ja, bist du, wenn du wirklich alles lesen willst, beschäftigt. Siegel der Verankerung. Ja, Bums. Die hatten wir ja gelesen, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Ja. Ja. Genau. Tret mal gegen den Amboss. Hast du jetzt den Fuß gebrochen? Hast du gut gemacht. Ich glaube, hier liegt noch ein wichtiges Buch unter unseren Füßen. Auch nicht. So, das war das. Eine Station ist weiter. Wer ist da? Wer betritt diese alten Gänge nach all diesen Jahren? Ich weiß es nicht. Wir kümmern uns erst gleich um dich, weil wir machen jetzt erstmal für Kollege Geister alles fertig. Wo wir hin und her geschickt werden. Wenn ich das jetzt alles vorgelesen hätte, wir hätten wir jetzt hier mindestens 4-5 Folgen aufgenommen, nur mit Vorlesen. Respekt. Ups, gut. Mit dem Allianzgeist. Machen wir das mal eben. So, Freund. Ich kann spüren, wie sich diese verfluchten Anker lösen. Endlich bin ich frei. Ich habe ihn jetzt befreit. Jetzt frage ich ihn, was werdet ihr jetzt tun? Und er sagt zu mir, ich werde die Welt zerstören. Fürwahr? Ich weiß es nicht. Mein Volk ist schon lange fort. Ich könnte nach Aetherius weiterziehen oder in Tamriel bleiben, um zu sehen, was aus dem Land geworden ist, nachdem die Alessianer besiegt wurden. Hm. Okay, wir müssen also jetzt eine Entscheidung treffen. Ihr solltet nach Aetherius weiterziehen, die Zeit der Alliierten ist vorüber. Zu sehen, wie sich die Welt verändert hat, könnte euch interessieren. Zieh weiter. Ihr habt mir gezeigt, dass ich ebenso ein Relikt bin wie die Dinge in diesem Gewölbe. Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Treibgut der Zeit. Ich sollte gehen.
Ich werde Aetherius finden und endlich Frieden. Gut. Dann gucken wir mal, was der Kollege da hinten will. Der Hüter des Wissens. Seit vielen hundert Jahren, seit dieser Ort verschlossen wurde, seid ihr der erste Besucher hier. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass je jemand seinen Weg hierher findet. Was macht ihr hier unten? Ich bin der Hochbibliothekar von Burg Dresan. Mir wurde aufgetragen, unseren größten Schatz zu hüten. Die zusammengetragenen Annalen aus den Anfangstagen von Hochfels. Seid vorsichtig mit diesen Büchern. Sie sind in tadellosem Zustand. Euer Schatz ist Geschichtswissen? In der Tat. Unser Schutzpatron ist Hermeus Mora, der Wahrsager der Himmel und der, der über die Gezeiten des Schicksals bestimmt. Diese Schätze lagen viel zu lange hier verborgen. Das Horten von Wissen ist noch schlimmer als das Horten von Gold. So hat es zumindest unser Schutzpatron bestimmt. Was soll ich für euch tun? Nehmt diesen Index. Er enthält die Namen aller Bücher und Schriftrollen, die in der Burg zu finden sind. Ihr müsst den Dresan-Index jemandem geben, der damit etwas anfangen kann. Einem Gelehrten der Magie zum Beispiel. Wie verlasse ich dieses Gewölbe? Wie eine gesittete Person könnt ihr einfach durch die Tür auf der anderen Seite des Gewölbes gehen. Ihr braucht nicht wieder den Brunnen zu benutzen. Der Schutzzauber auf dem Tor wurde gebrochen, die Tür wird sich nun öffnen. So viel zu der Quest, der versteckte Schatz. Es gibt ein paar Bücher. Grausam, grausam. Enno, ich hab gedacht, wir wären jetzt hier reich. Reich an Erfahrung. Ja. Stimmt, ich muss auch mal die Heiltränke wieder auf Cooling drückt. Q, um den auszugeben. Ja, okay. Sollten wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit wieder machen. So, was will er denn jetzt? Kehrt zu Richard. Okay. Der wird ja erst begeistert sein. Ist für Lulu gestorben. Für nix und wieder nix. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr gefunden? Juwelen? Elfenbein? Gold? Ich habe den verlorenen Schatz gefunden. Es ist ein Gewölbe voll uralter Folianten und Schriftrollen. Was? Es gibt keinen sagenhaften Schatz? Nein. Es gibt kein Gold? Nein. Ich habe für einen Haufen verschimmelter Bücher mein Leben gelassen? Jupp. Ach, welch grausames Schicksal. Ja. Ich wünschte, ich hätte vorher ein Buch gehabt, das mir verraten hätte, was man in dieser dummen alten Burg findet. Ja, tut mir leid, aber ein Deutsch kann man doch gebrauchen. Ja, tut mir leid, mein Freund. Ich hatte vor, nach der Bergung der Schätze meine Freundin Valinwe in Altfelden zu treffen. Sie ist bei der Magiergilde. Ich denke, ihr könntet ihr erzählen, was ihr gefunden habt. Und ihr davon berichten, was mir zugestoßen ist. Wird sie am Dresan-Index interessiert sein? In der Tat. Ich weiß, dass sie an eurer Entdeckung interessiert sein wird. Auf sie übten staubige alte Bücher auch schon immer eine größere Anziehung aus als Gold oder Juwelen. Ach ja, ich glaube, es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Lebt wohl. Ich werde nach Valinwe Ausschau halten, wenn ich das nächste Mal in Erdfelden bin. Gute Reise, mein Freund. So. Gut, dann wollen wir den Dolch doch mal eben... Antini. Das ist der Dolch, ne? Ups. Okay. Hallo, habe es eingestellt. Also, wir können Khaleesis neues Heim besuchen, wenn wir denn wollten. Machen wir dann vielleicht gegen Ende der Folge. Gut, gut. Jetzt hatten wir hier noch ein Point of Interest. Ein allsehendes Auge quasi.
Oh, komm. So hoch ist das Wasser doch noch auch nicht. Aber die miese Katze ist wasserscheu, ne? Oh, da ist einer gestorben. Können wir dich retten? Können wir dich... Oh, das ist schon wieder... Hat sich schon wieder... Ich hätte dich wiederbelebt. Wann ist denn der gestorben? Ist doch gar kein Gegner. Hier ist doch gar kein Gegner. Ist schön hier. Ja, in die Welt von Tamriel kann man sich ganz schnell verlieben, wenn ich das mal so sagen darf. Braves Hundeli? Ne, böses Hundeli. Stören. Okay, der Point of Interest ist da unten. Sagt die Karte. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Biografien. Okay. Wir können das aber, glaube ich, in Angriff nehmen hier, die Morastfälle. Quasi säubern. Wenn es hier irgendwas zum Säubern gibt. Rekrut Gurak. Schon gelesen, ne? So viel zu tun, so wenig Zeit. Okay. Wo müssen wir, was müssen wir denn jetzt hier? Wo war der Rekrut? Da unten. Gefangen. Hey, ihr da. Ja? Seid so freundlich und holt mich hier raus. Nein. Wird schon seinen Grund haben, warum du hier gefesselt bist, oder nicht, Kollege? Denkst du, was der jetzt drauf guckt? Wieso geht er weiter? Ich habe eine Quest für den. Krokodile. Krokodile. Wasserhyazinthe. Schwupps. Na komm, dann lösen wir ihn mal. Seid gegrüßt, Bürger. Ich scheine einen kurzzeitigen Rückschlag erlitten zu haben. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Was ist euch zugestoßen? Diese Schwachköpfe von den Blutdornen haben mich überfallen. Und das, während ich auf einer Mission von allergrößter Bedeutung war. Es waren Dutzende von ihnen. Aber ich habe mich nicht kampflos ergeben. Was wird die Löwengarde nur ohne mich machen? Ihr wart auf einer wichtigen Mission? Der Ork, der vor euch steht, sitzt. Stellt die Zukunft der Löwengarde dar. Ich bin Rekrut Gurak, der Stolz von Neu-Orsinium. Bitte bindet mich los. Wir haben Arbeit vor uns. Wir müssen die Depesche des Generals bergen und zu Hauptmann Vistra zurückkehren. Wir? Nun gut, halte still. Die Blutdornen haben mich geschnappt und verprügelt. In einem Kampf werde ich euch nicht viel nützen. Aber ich werde euch anfeuern. Okay. Ah!
So. Und nun? Kehrt nach Alfelden zurück. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns aber hinten noch den Wegschrein mit. Falls wir nochmal in diese Richtung geschickt werden, brauchen wir nicht nochmal alles durchzureiten, abzureiten, sondern können uns quasi direkt hier importen. Stöhnt hier so. Aber hab ich einen Runenstein gesehen? Da habe ich schon Hallos. Sind komische Pflanzen. Geh ich mal gucken. Ach, hier ist Nirn. Okay, das nehmen wir mit. Nirnwurz. Stinkmorsch. Ob wir noch irgendwas entdecken hier. Ist da bestimmt noch eine Kiste versteckt. Explorer, du und deine Kisten. Ja, ich habe auch immer Glück. Weißt du, ich finde ja auch mal eine. Ist ja das Problem. Außer jetzt. Jetzt gibt es eine neue Handtasche. In diese Richtung können wir nicht weiter. Ich muss die Depesche des Generals zu Hauptmann Vistra zurückbringen. Ja. Will ja auch nur gucken. Danke. Ich muss die Depesche zu Hauptmann Vistra. Ach, hier sind wir schon in Alfeld. Okay. Du gibst eine Runde aus, du hast ja gar kein Geld. Mal noch ein bisschen Looky Looky hier. Was? Runenstein. Was mit dir denn? Wir helfen gerne unseren Nachbarn, aber wie lange wollen die denn noch hier bleiben? Ihr wisst doch, was man sagt. Gäste und Fische fangen nach 3 Tagen an zu stinken. Ah, pui. Glaubst es. I killed that frog. Also nehme ich es aus Frustgründen mit. Aber hier nichts finden. Wasser und Brücke ist wieder prädestiniert für eine Kiste. Aber leider. Leider nein. So, dann würde ich auch sagen, machen wir hier einen Cut und dann geht es in der nächsten Folge nach Altfelden. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.